Hallo. Schönen guten Abend zusammen. Heute von einer ganz anderen Perspektive wollen wir die Utensilien der letzten Staffeln versteigern. Ja. Das ist der Plan? Ja. Das ist dann, sage ich mal, ein schönes Ende für die Show. Für die in diesem Jahr 2015 Show. Mhm. Vor allem auch für uns, damit wir endlich mal ein bisschen zu Kohle kommen. Ja, was haben wir denn da gehabt? Wir haben einmal. Genau. Das Staffel 1. Staffel Folge 1. 1. North Pole Sunset. Ja, ja. Eine sehr lustige Aufnahme. Und die Jungs. Hat jetzt nicht unbedingt ein Besäufnis geändert, aber. Nein, aber jeder Fan ist doch eigentlich gerade ein Scharf auf etwas, wo die Lippen eine Dose berührt hat. Flo? War das jetzt falsch ausgedrückt? Was? Was hast du gesagt? Ja, genau. Also es war Florian, es war Jonas und es war Ferdi. Ja, Jonas hat aber, der ist ja gefahren. Der hatte ja... Also der durfte nicht, stimmt. Der hatte ein alkoholfreies Bier. Haben wir das noch irgendwann? Ja, das... Das war jetzt den Namen nicht, ne? So viel Geld kriegen wir doch nicht dafür. Aber es war diese Flasche. Es war diese Flasche. Ja, ich bin im Himmel. Du hast ja die ganze Spucke weg. Mindert den Wert. Nee, mindert den Wert. So. Mindert den Wert? Ich habe solchen Sprachgebrauch. Ja, okay. Ja, also hier, wenn wir das versteigern, also haben wir das überhaupt schon gesagt, was wir da machen? Wir versteigern den ganzen Kram, was wir hier bei den ganzen Shows benutzt haben oder verwendet haben. Requisiten, Tische, Bühne, alles Mögliche. Auf jeden Fall fangen wir hier jetzt erstmal damit an. Das sind Sixpack Bierdosen und Dosenbier. So. Mhm. Und Original. In der ersten Staffel, erste Sendung getrunken mit. Noch dazu, der ideale Wert, genau. Mhm. Und also das bieten wir zum Versteigern an. Ja? Versteigern? Doch, das versteigern wir natürlich, klar, aber wir fangen mit einem Startboot an. 50 das, Cent. Nee. Das liegt dann bei 3 Euro. Das Pfand auch. Das will ich wieder haben. Also das Pfand muss drin sein, genauso auch von der Flasche, ja. Also 3 Euro plus Versand, das sind wir dann auch noch bei 3 Euro. Also Startboot 6 Euro. Ich glaube, mit dem Versand kommen wir heute 3 Euro noch entgegen. Die Flasche geht extra. Also quasi halten wir den Jonas nochmal mal. Den gibt es ja nicht mehr. Das heißt, die Dosen sind eigentlich noch viel mehr wert. Also, ja, es muss schon alles gut gedacht werden. Ja, Jonas hier. Jonas hat natürlich ganz eigenen Charakter. Extra Wurst, extra Flasche. Ja, also, hier, Stadtboot. 6 Euro, inklusive Versand und Pfand. Das war jetzt erstmal das Erste. Ja, genau. Also, Los. Michael Roth. Eine wirklich extrem tolle Flasche Wein, die ich gemeint habe, geschrieben während der Sendung zu Exen. Ja. Das Ergebnis war dementsprechend, hat man auch gemerkt. Keinen Satz richtig auf die Reihe gebracht. Was habe ich noch eingestellt? Ungefähr 13 Mal. Sehr spannend. Sehr spannend gesagt. Sehr interessant. Also, wie viel wollen wir davon? Das ist ein geiler Wein, ohne Scheiß. Richtig geil. Ja. Aber ja. Daraus habt ihr ja beide gesucht, ne? Ja, das ist ja für den Defend hier. Also, wurde verwendet, Michael Roth, erste Staffel. Zweite Sendung. 10 Euro. Echt? Inklusive Versand. Inklusive Versand. 10 Euro? Mhm. Das ist eine originale Requisite der Dänowitsch, oder? Also. Die Dänemitsch. Sonst war das? Der Dänemitsch, genau. PS. Das ganze Zeug wird ja auf eBay verhökert. Und die ganzen Links zu dem ganzen Kram findet ihr hier unten. Mhm.